Mahlzeit. Heute geht es mal um dieses schöne Gerät hier. Das ist die Echo Wall Clock. Die kann man sich jetzt neuerdings bei Amazon kaufen. Das ist ein Gerät, was nicht über WLAN läuft, sondern über Bluetooth. Das heißt, das Gerät verbindet sich mit einem Gerät, einem Echo-Gerät. Und wo es dann auch nur mit diesem Echo-Gerät bedienbar sein kann. Im Normalfall. Ja, das ist das Gerät. Viel sieht man nicht. Ist nichts beschrieben oder so. Was ein bisschen seltsam ist, das ist das hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier steht 1,5 VDC. Das hört sich so an, als wenn das heißen würde 1,5 Volt. Da sind aber 4 Batterien drin. Und ich denke mal nicht, dass die Uhr mit 1,5 Volt läuft. Aber egal, machen wir erstmal auf die Kiste. Ja, so sieht das Innenleben aus. Hier haben wir natürlich wie immer eine schöne Quick-Beschreibung, wie man das Ganze installiert. Die Installation, die ist wirklich einfach, weil das auch über den Echo läuft. Also man macht einfach nur die Batterien rein und dann sagt man einfach nur zu dem Echo-Gerät, richte mal eine Echo-Wallclock ein. Mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Den Rest macht der Echo von selber. Das heißt, brauchen wir nicht. Viel Pappe. Ja, und das ist das Gerät. Ja, viel ist es nicht. Es sind 60 LEDs, die einmal rumgehen. Dann haben wir hier noch eine LED. Die sollte normalerweise farbig leuchten, was sie auch tut. Nur in der Videobeschreibung steht drin, halt, wenn es verbunden ist, dann leuchtet die blau und so weiter. Aber das macht sie nicht. Beziehungsweise sie macht es ja nur dann, wenn sie sich verbindet. Aber sonst ist diese LED aus. Also das heißt, wenn ihr die eingerichtet habt und von der Beschreibung her leuchtet das nicht. Obwohl in der Beschreibung drin steht, dass sie leuchten sollte. Wie gesagt, ist alles normal. Was ihr nicht machen solltet, ist mit dem Finger die Uhrzeit einstellen, auch auf der Rückseite. Die kann man nicht einstellen. Wie gesagt, das läuft alles über den Echo selber. Das heißt, der Echo richtet die Uhr von sich selber ein. Ja, das ist das Batteriefach. 4 Batterien passen rein. Und ja, das ist in Reihe geschaltet alles. Also die Uhr läuft nicht mit 1,5 Volt, sondern mit 6 Volt. Ne, 4 Batterien, 1,5 Volt sind 6 Volt. Wie lange die Batterien halten, weiß ich noch nicht. Konnte ich noch nicht testen, weil die Uhr habe ich erst ein paar Stunden. Gut. Batterien sind vorhanden. Die gibt es schon. Die setzen wir jetzt mal ein. Wo die Feder immer ist, da ist Minus. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Ja, jetzt sieht man auch schon, ich hoffe mal, jetzt hat sie gerade blau geblinkt. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur den Echo nehmen. Und man muss jetzt einfach nur sagen, Alexa, richte mal eine Echo-Clock ein. Okay, halte die Verbindungstaste an der Rückseite der Uhr bis zu 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht am Zifferblatt orange blinkt. Die Kopplung kann bis zu einer Minute dauern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Licht blau leuchten. Du kannst die Uhr auch in der Alexa-App verbinden, beziehungsweise die Verbindung lösen, in den Bluetooth-Einstellungen deines Echo-Geräts. Das war schon. Also die hat sich schneller habe ich leider keine Antwort. Die hat sich schneller eingerichtet, als sie das überhaupt erklären konnte, wie es richtig funktioniert. Jetzt sieht man auch, wie die Uhr sich als einstellt. 20.42 Uhr haben wir es. Das dauert jetzt immer einen kleinen Moment.
Die stellt sich jetzt immer erst auf 12 Uhr. Und wenn sie auf 12 Uhr gestellt ist, dann stellt sie sich erst auf die richtige Zeit. Das kann ein bisschen dauern. Ja, jetzt ist sie auf 12 Uhr gestellt. Jetzt dauert das wieder einen Moment. Und jetzt stellt sie sich erst richtig ein. Die Uhr darf maximal bis knapp 9 Meter entfernt sein von dem Echo-Gerät, wo man sie verbunden hat mit Bluetooth. Wie gesagt, es funktionieren auch nur die Timer. Also man kann auch verschiedene Timer sagen. Also man kann einen Timer setzen, das zeigt die Uhr an. Setzt man noch einen Timer und direkt danach, dieser zweite Timer wird auch angezeigt. Oder auch Wecker werden angezeigt. Oder auch Erinnerungen werden angezeigt. Also das wird so alles angezeigt. Aber halt immer nur von dem Echo, wo man den Befehl gegeben hat. Wenn man jetzt auf einem anderen Echo einen Timer setzt, da zeigt die Uhr dann diesen Timer nicht an. Für die Maße, die Uhr hat eine Höhe von ca. 4,5 cm und hat einen Durchmesser von ca. 25 cm. Jawohl, 20.46 Uhr haben wir es ja auch. Und da hat sie sich jetzt auch eingestellt. Ja, jetzt kann man sie auch schon gleich bedienen. Alexa, stell den Timer auf 20 Sekunden. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, so sieht das aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwei Timer nimmt, Alexa, stell den Timer auf eine Minute. Eine Minute, ab jetzt. Alexa, stell den Timer auf 20 Sekunden. Zweiter Timer, 20 Sekunden, ab jetzt. Ne? So kann man sehen, links läuft der lange Timer und rechts läuft der kurze Timer. Ja, und das würde jetzt immer so weitergehen, wenn man jetzt noch einen Timer sagt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Timer man gleichzeitig machen kann. Ich war der Meinung, dass ich mal 4 gelesen habe. Müsste ich mal testen. Ja, das ist die Funktion der Echo Wall Clock. Wer jetzt I.O. Broker hat, der kann noch ein bisschen mehr rumspielen mit dieser Uhr. Und zwar habe ich eine Möglichkeit gefunden, dass man über Datenpunkte die Uhr auch aktivieren kann. Und zwar, der Echo hat ja die Fähigkeiten, Erinnerungen zu erstellen. Und in I.O. Broker kann man auch Erinnerungen selbst erstellen über einen Datenpunkt. Das habe ich verknüpft. Ich zeige das jetzt mal. Ich werde das mal aktivieren. Alexa, Test an. Okay. Ich erinnere dich, Test wurde aktiviert. So würde das dann aussehen. Ich tag das mal als Skript. Das Skript, wie gesagt, das wird, ist auch auf meiner Webseite. In der YouTube-Beschreibung ist ein Link drin. Einfach draufklicken und könnt ihr dann hier einfügen. Wie gesagt, das ist einfach nur mein Objekt, was ich erstellt habe, was ich dann in der Cloud eingefügt habe. Halt, wenn man sagt, schalte an, schalte aus. Also Test sozusagen, schalte an, schalte aus. Wenn der Wert wahr ist, dann soll er eine neue Erinnerung einfügen. Und zwar die Erinnerung, wie gesagt, ihr müsst den Alexa 2 Adapter haben. Das müsst ihr euch selbst verknüpfen. Ich klicke mal drauf. Und zwar ist das hier mein Echo. Das ist der Echo, wo die Uhr eingerichtet worden ist. Wie gesagt, es geht nicht mit anderen Echos. Es geht immer nur mit dem Echo, wo auch die Uhr eingerichtet ist. Weil, wie gesagt, die ist nur verbunden mit Bluetooth. Und hier, das öffnet man,
so diesen Ordner. Dann geht man hier zu diesem Reminder hin, einmal öffnen. Und hier gibt es einen Datenpunkt, der heißt New. Dieser muss verknüpft werden. Einfach einen Doppelklick drauf machen, dass das so hier drin steht. Und hier habe ich halt erstellt, weil wenn man in den Datenpunkt New die Uhrzeit integriert mit Doppelpunkt, also jetzt 02 Doppelpunkt 00 Doppelpunkt 00, das heißt halt um 2 Uhr. Und dann mit einem Komma. Und hier kann man dann den Text eingeben, so wie die Änderung heißen soll. Ne? Weil hat man ja gerade gehört, sie hat gesagt, eine Änderung, Test wurde aktiviert. Ne? Das ist dann dieser Text hier. Ja, und das war schon. Also ich kann auch einen anderen Wert hier nehmen von irgendwie, was hatte ich zum Beispiel, Türklingel. Wenn jemand ein Türklingel hat, was irgendwie Tu oder False macht, kann er das verknüpfen mit der Türklingel. Also nur als Beispiel. Und dann würde die Uhr quasi anfangen zu leuchten und der eine Echo sagt dann, dass jemand geklingelt hat. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, bei den Smartphones werden auch die Erinnerungen dann angezeigt. Ja, das ist das halt, was ich im Moment rausgefunden habe, was man so sonst noch machen kann. Ja, ich werde das Ding mal weiter ein bisschen ausprobieren, mal gucken, wie lange die Batterien halten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wenn irgendwelche Fragen sind, ab in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Und tschüss.